Heutige Event. Es ist sehr schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. So viele Gesichter und so viele glückliche Gesichter, wie ich das sehen kann. Ich bin Mona Kasten. Ich werde euch heute ein bisschen durch den heutigen Abend führen. Ich werde ein bisschen für diejenigen übersetzen, die nicht so gut Englisch sprechen. Das dort drüben ist Bastian Hagen. Der wird heute, wie schon gesagt, ein bisschen aus Lord of Shadows vorlesen, dass er gerade in Deutschland erschienen ist. Wer hat es schon gelesen? Ja! Ich hoffe, ihr habt auch alle so gelitten wie ich. Ich bin noch nicht darüber hinweg. Genau, und dann haben wir natürlich noch unseren Special Guest, die Cassie, die uns heute Rede und Antwort stehen wird. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Ich habe ja auch die Bücher gerade gelesen, Lady Midnight und Lord of Shadows. Und ja, ich habe einige Fragen. Und nicht nur ich werde Fragen stellen, auch ihr bekommt die Gelegenheit. Wir haben leider kein Mikro, aber ihr könnt es uns einfach entgegenrufen und wir bekommen das schon irgendwie hin. Kopf. Glänzend, scharf und gefährlich. Nie zuvor hatte er etwas gesehen, das mit der Waffenkammer im Institut von Los Angeles vergleichbar gewesen wäre. Die Wände und Böden bestanden aus silberweißem Granit. Und in der Mitte des Raums ragten mehrere rechteckige Granitblöcke aus dem Boden auf, wodurch das Ganze an den Rüstungen und Waffensaal eines Museums erinnerte. Kit entdeckte Kampfstäbe und Streitkolben, raffinierte Stockdegen, Halsketten, Stiefel, gut gepolsterte Steppjacken mit verborgenen Taschen für schmale, flache Stich- und Wurfmesser, dazu Morgensterne mit schrecklichen Dornen sowie Armbrüste in allen denkbaren Größen und Formen. Known as teenagers. How did you deal with that while writing The Dark Artifices? Okay. It was actually a lot of fun to revisit the characters from The Mortal Instruments in The Dark Artifices. Okay, also es hat auf jeden Fall große Spaß gemacht, die alten Charaktere nochmal zu besuchen, die man aus Mortal Instruments, also den Chroniken der Unterwelt, schon kannte. It was really interesting to take Jason, also where you see Magnus and Alec, Isabel and Simon, and Clary, and see what they're like 5 years from now, and how they're different, if they've matured, not in Jace's case. Okay, also sie sagt, die Charaktere, wir sehen die alle nochmal, es spielt 5 Jahre danach die Reihe, das heißt, ein paar Charaktere sind natürlich erwachsen geworden, aber nicht Jace. They have a definite part to play in The Dark Artifices. One of the things that's fun is that to the main characters of The Dark Artifices, Emma and Julian, these are heroes that they admire and look up to. So it's fun to have them interact with them in that way. Also für Emma und Julian waren die Charaktere, die wir aus den Chroniken der Unterwelt kennen, auf jeden Fall Helden, während sie groß geworden sind. Von daher ist das für Emma und Julian zum Beispiel ganz toll, die dann jetzt so zu sehen und mit denen zu interagieren. Really great for me because I'm an only child. Also sie ist Einzelkind, deswegen was ganz Besonderes, so eine große Familie zu erschaffen. Einzelkinder? Einzelkinder. Einzelkinder. And so to me the idea of having like a big family with many brothers and sisters and all of these people to love was always a fantasy. And so to me, the Blackthorns are like this fantasy of a family where they are all different and sometimes they get along, sometimes they don't, but they love each other very intensely and they would do anything for each other. Okay, es ist natürlich eine große Familie, die lieben sich alle total. Mal kommen sie miteinander klar, mal kommen sie nicht miteinander klar, wie es halt in so einer Großfamilie ist. Und das war schon immer so eine Fantasie, die sie hatte, weil sie halt selbst keine Geschwister hat. Okay. I love how Julian is the... It's Thai. That's so cruel. No, I also love Thai. The problem is, you know, I love them all equally. I think that I have a special fondness for... I was going to be like, I really love Mark, but I also really love Julian, but I also really love Ty, I love Libby, but I love Drew, she loves horror movies, and I love horror movies. Maybe everybody but Tavi, he's okay. Okay, also, young. Also ihr liebstes Blackthorn-Kind sind eigentlich alle außer Tavi, weil Tavi ist zu jung. Okay, das war der erste Frageblock, jetzt hören wir noch eine zweite Stelle aus Lord of Shadows. So, can you hear me? Yes. Okay, I think the weirdest was Valentine and Simon.
Okay, also das merkwürdigste Pärchen, das ihr jemals begegnet ist, waren Valentine und Simon. Especially because they only met like one time and Valentine cut his throat. Also sie haben sich auch in der Reihe nur ein einziges Mal getroffen und Valentine hat Simon einfach die Kehle aufgeschlitzt. Also was ist das für ein Pärchen? Das ist keine gesunde Beziehung. Glaub ich. That's not very romantic. That's what I just said. Is it working? Oh yeah, it's lighting. It's lighting? Yeah. Okay. Yeah? Better? Okay. Okay. If the Blackthorne family were modern-day superheroes, what kind of powers would they have? Okay, if the Blackthorne family were modern-day superheroes, what powers would they have? I think Julian would be invisible. Julian wäre, würde er Superkräfte haben, auf jeden Fall unsichtbar, so that he can manipulate. So he could manipulate. Mm-hmm. Oh, no, I think, you know, let's say he had the power of persuasion, so he could manipulate people. Also, dass er Leute bezirzen kann? Mhm. And Ty would be invisible, so he could be a detective. Okay, Ty wäre unsichtbar, damit er ein guter Detektiv werden kann. And I think Livy would like to fly. Livy würde gerne fliegen. Oh. Oh my god, what about Mark? Mark. Mm. Something with food. Something like. With food. Yeah. He really loves food and sugar. He loves sugar. Maybe I mean the power of consuming sugar. I don't think that's magic. Okay. Die Superkraft auf jeden Fall Zucker zu konsumieren, das wäre Marks Superkraft. Ja, aber ohne dick zu werden. And I don't know, Drew would probably have the power of like striking fear into people. Oh, okay. That's scary. Yeah. Also Drew könnte auf jeden Fall, wenn sie eine Superkraft hätte, Leute in Angst und Schrecken verletzen. Was definitely inspired by what I saw as a rise of sort of nationalist, populist, and xenophobic groups all over the world. Also in Lord of Shadows haben wir ja diese extremistische Gruppe, die Kohorte, die sich langsam aber sicher so an die Macht kämpft. Und Cassie hat sich dabei beim Schreiben auf jeden Fall inspirieren lassen von der politischen Situation, von Nationalsozialisten und anderen blöden Menschen. I mean, I think we write out of our own personal experience and the things that frighten and frustrate us. And so when I wanted to write about the Clave being corrupt, but I think that they took the form that they took, especially with Zara and her Dearborn and her father, because of current political figures. I hate Zara. Can I just say that? I hate her. Okay. Also Cassie sagt, dass man sich beim Schreiben ja auch gerne so von Dingen beeinflussen und inspirieren lässt, die einen selber frustrieren. Und das hat sie auf jeden Fall eingebaut in Form von dieser Zara und der Dearborn. Sorry. Dearborn-Familie. Yeah. Difficult okay. To write scenes of intense grief and emotion. Also es ist auf jeden Fall schwierig, Herzschmerz-Szenen zu schreiben. And they're definitely in many of my books, but it does not really get easier because as a writer, you have to sort of look inside yourself and think, when is the time that I felt the most, you know, grief and unhappiness, and you have to put that on the page. Also es wird nie leichter, solche Szenen zu schreiben, weil man da immer so beim als Autor so in sich hineingehen muss, um zu gucken, um so einen Ort zu finden, wo diese Trauer, wo man die halt rausholen kann und die aufs Papier bringen kann. So I think it's very hard inside. A lot of times you find that you're crying, but you don't know it. Okay, manchmal weint sie und merkt das gar nicht. But I think that that's part of the experience and hopefully what makes it relatable to other people. Aber das gehört dazu und das sorgt hoffentlich dafür, dass sie alle mitfühlen. It's from the very beginning of Lord of Shadows. A Tuthita demon, Julian said into the phone, his eyebrows crinkling. That's basically a squid, right? The reply was inaudible. Emma could recognize Ty's voice, but not the words. Yeah, we're at the pier, Julian went on. We haven't seen anything yet, but we just arrived. Too bad they don't have designated parking spots for shadow hunters. Her mind only half on Julian's voice, Emma glanced around. The sun had just gone down. She'd always loved the Santa Monica Pier since she was a little girl, and her parents had taken her there to play air hockey and ride the old-fashioned merry-go-round. Mundanes had poured millions of dollars into revamping the pier into a tourist attraction over the years. Pacific Park was full of new and shiny rides. The old churro carts were gone, replaced by artisanal ice cream.
But the boards under Emma's feet were warped and weathered. Okay. I think that, you know, talking about diversity and representation in books is something that we're all, you know, very interested in right now. And certainly when you are writing a book that involves talking about stories from people who are in different backgrounds than you and have different experiences than you, the best thing you can do is spend as much time as possible talking to people who do have those experiences. Also, Cassies Bücher sind ja sehr, sehr vielfältig und haben sehr vielfältige Charaktere aus ganz verschiedenen Hintergründen. Und da hat sie gesagt, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man mit Leuten spricht, die halt diese Erfahrungen erlebt haben, quasi. Also, dass sie da immer sehr viel Recherche betreibt. And I guess I would use, maybe as an example, one of the characters in The Dark Artifices is transgender. Einer der Charaktere aus den Dunklen Mächten ist transgender. And so I got in touch with our local transgender clinic near where I live, and I talked to many, many trans women about their experiences, what they would like to see in a character and what they would not like to see. Also sie war zum Beispiel für diesen Charakter in einer Klinik, die halt sich um transgender Menschen kümmert und hat dort auch nachgefragt und hat mit Leuten gesprochen, die diese Entwicklung durchlebt haben. And then after the book was done, I had a woman, a friend who is transgender, read for the specific character in the book and that character's experience of transitioning and coming out as transgender. And I had her give me her notes and talk about what it was that I did right and what it was that I did wrong so that I could correct it. Und sie hat